Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es sich mal alles um Sprühfolie drehen. Meine Erfahrung damit, Haare sind heute nicht gemacht. Wen juckt's eigentlich? Aber dafür ist die Belichtung heute echt geil, Freunde. Und zwar haben wir an diesem schönen Fahrzeug Sprühfolie angebracht. Ich wollte einfach mal meine Erfahrung mit euch teilen, weil ich finde, im Internet oder auf YouTube wird das immer so dargestellt, von den Firmen auch zum Teil. Ja, Sprühfolie, das kann jeder Idiot, jeder Trottel sprüht da drauf und das Ergebnis ist top und hält 80 Jahre. Ich rede natürlich jetzt nicht hier von Sprühfolie auf Felgen, das soll sehr gut funktionieren, aber das habe ich selber nie getestet. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich will mich heute wirklich rein mit solchen kleinen Sachen, Chrom-Sachen, Chrom-Delete-Sachen beschäftigen, wo man dann halt mit Sprühfolie dann das Ganze schwarz macht, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein paar gute Stellen an. Wir gucken uns erstmal das Ergebnis an. Solche Stellen, wo es eigentlich gut aussieht, oder auch hier sieht es auch gut aus, aber selbst hier haben wir nicht perfekte Stellen. Wenn man das hier dahinter sieht, dann haben wir auch solche Stellen. Dann haben wir, kann ich noch was anderes einblenden von der schlimmsten Stelle. Jetzt, dann haben wir hier sowas hier, wo die Sprühfolie hier dran hängt. Wir haben auch sowas hier. Genau, und das schlimmste Teil ist eigentlich hier so ein bisschen. Fangen wir mal chronologisch mit einem Ding an, was die Probleme sind. Problem 1 fängt schon dabei an, dass ihr ja bei der, wenn ihr Sprühfolie sprühen wollt oder lackieren wollt oder wie auch immer ihr das nennen mögt, dass ihr das ja abkleben müsst. Also ihr klebt nie genau das ab, sondern so, dass ihr das den Rest noch runterziehen könnt. Dabei entsteht bei vor allem auch älteren Autos oder nachlackierten Autos halt ein Problem, dass wenn jetzt ein Auto nie mehr ganz so eine gute Lackqualität hat, was man nach 15 Jahren halt auch jetzt nie mehr verlangen kann, kann es natürlich sein, dass man sich, wie ich, mir den Klarlack mit runterzieht mit dem Kreppband. Ich denke mal, da werden wir auch nochmal in den einen oder anderen oder jetzt in den einer der nächsten Videos uns auch mal drum kümmern, dass das wieder läuft. Natürlich, morgen werde ich, denke ich, mal ein Video bringen, wie ich jetzt eine Alternative gefunden habe, wie man die Chromleisten foliert, Freunde. Abonniert den Kanal. Let's fucking go! Was passiert, wenn man jetzt nie richtig abklebt, Freunde? Dann passiert das, was ich euch vor uns gezeigt habe. Und zwar sowas. Und zwar läuft dann im Prinzip die Sprühfolie läuft dann unter das Kreppband, oder man soll ja Kreppband nehmen, läuft unter das Kreppband und dann habt ihr sowas auf dem Lack halt. Und das ist extrem schwierig wegzukriegen, weil das halt auch nie, wie das die Leute immer sagen, ja, man kann das einfach abziehen. Nee, wenn man nur eine dünne Lage hat irgendwo, kann man das nicht mehr abziehen. Das ist dann zu dünn im Prinzip. Ich zeige euch das mal. Hier jetzt. Du kriegst das jetzt hier nie abgezogen, weil das zu dünn ist. Und da muss man jetzt mit Zeug rangehen, was halt auch nie gut für den Lack ist. Was für einen Tipp kann ich euch da geben, dass ihr das vielleicht besser macht? Ich würde vielleicht sagen, dass man versucht, eher ausgebaute Teile zu folieren, zu sprühfolieren, weil das deutlich einfacher ist. Und ja, dann kann man auch vielleicht auch was anderes machen. Dann kann man sie gleich richtig folieren oder ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, Freunde. Aber im eingebauten Zustand habt ihr immer so ein gewisses Restrisiko. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Und genau. Ich zeige euch mal noch mal ein paar andere Stellen. Zum Beispiel hier. Das ist dann halt, wenn die Dose leer wird. Sieht man das hier, diese Pickel? Mhm. Jeder, der schon mal irgendwas mit Lackieren zu tun hatte und mit Dosen lackieren, weiß eigentlich, dass man die Dosen nie aussprüht. Das habe ich dort gemacht. Ist natürlich mein Fehler, ne? Das liegt natürlich nie an der Sprühfolie. Nie die Dosen aussprühen, Freunde, weil dann kommen am Ende nur noch solche Partikel, also solche, wie soll man das sagen, wie als ob ihr dort Steine drauf schießt. Also niemals die Dosen aussprühen, Freunde. So, ich zeige euch noch was anderes. Funktioniert an großen Stellen, also die Sprühfolie wieder abzuziehen, sieht man das eigentlich hier? Ist es immer noch so ein kleiner Rest geblieben? Das zieht sich eigentlich über das ganze Fahrzeug, muss ich eigentlich mal, also fast über das gesamte Fahrzeug. Man kann das eigentlich immer, hier ist das auch, ne? Gut, das kann man sicherlich mal rauspolieren, aber hier kann man zum Beispiel jetzt nie, das kann man nie mehr abziehen, weil es zu weit drin ist.
dann auf großen Stellen funktioniert dieses Abpulen, dieses Abziehen sehr gut, aber an solchen kleinen Stellen wie hier, gut, hier kann man schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, kriegt man das schon noch ab, aber es ist nicht ganz so gut. Und zwar entsteht das, wenn man versucht, Sprühfolie überzulackieren. Heißt, ihr habt jetzt, wie ich, ein durchgängiges Bauteil, ich nenne es jetzt einfach mal Bauteil, das ist, oder die durchgängigen Chromleisten, die ja über das gesamte Fahrzeug gehen. Und ihr wollt dann halt ein Teil ausbessern, weil ihr ein Teil schlecht lackiert habt, weil ein Teil halt abblättert. Das ist halt eigentlich nicht möglich, weil dann diese Haut entstehen. Wisst ihr, was ich meine? Also auf Deutsch ist es extrem schwierig, das überzulackieren, weil sich das dann immer wie so wegschält. Es sieht so aus, als ob sich das schält. Ich zeige euch das nochmal. Die Stelle, das ist diese Überlackierung. Hier kann ich es auch nie abziehen, weil wenn ich jetzt hier abziehe, kommt es hier auch mit hoch. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die schlimmste Stelle schon mit foliert habe jetzt, also richtig foliert habe. Deswegen kann ich die euch leider nicht mehr zeigen, außer halt auf diesem einen Video. Da sieht man halt richtig die Löcher drin und das ist vor allem auf der viel benutzten Seite halt das Problem, dass wenn du halt einmal wie ein Nadelstich in dieser Sprühfolie drin hast, ist das ganze System mehr oder weniger halt dann locker und hält nicht mehr richtig. Heißt, dass wenn ihr dann in der Waschstraße oder in der Waschanlage oder mit dem Kercher da drauf sprüht, kann es sein, dass euch dort die ganze Folie einfach wegreißt. Und das ist mir auch also ich habe halt zum zweiten Mal auf der Fahrerseite vorne, habe ich das zweimal gesprüht. Und jedes Mal ist es mir an der Waschstraße weggeflogen und ich hatte beim zweiten Mal, weil ich das ja wusste, dass das dort halt eine sehr beanspruchte Stelle ist, habe ich dort locker 7-8 Schichten draufgeknallt und es hat trotzdem nicht gehalten. Ja, das ist natürlich the problem. Also wenn das System einmal so eine kleine Schwachstelle hat, dann kann es sein, dass euch dort dann ab dort die ganze Folie eigentlich wegzieht. Und das sieht halt dann auch nie mehr schön aus. Ja, und solche Stellen habt ihr halt, solche Stellen, das lässt sich irgendwie gefühlt überhaupt nie vermeiden. Also wo das so Kante an Kante ist, habt ihr immer solche Rest-Chrom-Stellen. Hier, und nochmal Lackproblem. Hier. Das Problem ist natürlich auch, dass Chrom ganz schön undankbar ist, weil sobald du das Chrom nicht ganz farblich überdecken kannst, siehst du das Chrom natürlich immer durchblitzen. Das ist wie Gold oder I don't know. Das ist auf jeden Fall nicht so eine dankbare Farbe und deswegen ist es auch nicht so leicht zu sprühfolieren. Und an solchen Engstellen funktioniert das natürlich nicht so gut. Hier oben zum Beispiel funktioniert das sehr gut. Also für so eine obere Leiste ist das eigentlich ideal, weil da habt ihr dahinter, das könnt ihr noch ein bisschen. Dann tut er hier abkleben und dann perlt euch das ab und zieht euch sogar das, was hier unten drin ist, das zieht ihr zum Teil mit raus. Und wenn dort halt was drin bleibt, das ist auch nicht schlimm, weil niemand sieht es. Und für solche Stellen ist Sprühfolie echt geil, aber ich bin persönlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Langzeit, wo ich das frisch gemacht hatte, sah es noch gut aus, aber mit der Zeit wahrscheinlich, ja, bin ich jetzt nicht mehr zufrieden damit und will das alles richtig folieren. Wie gesagt, das kommt in den nächsten Videos, beziehungsweise morgen. Mal kicken. Genau, Freunde. Also überlegt euch genau, was ihr mit Sprühfolie macht. Ich kann mir vorstellen, wie bei Audi oder so, so ein Grill, den man jetzt hier, also hier so, wenn man den ausbaut und dann die Sprühfolie drüber zieht, das ist natürlich richtig, richtig chillig, also kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe auch einige gesehen, die ihre Embleme, also ihre Audi-Embleme und so, mit Sprühfolie gemacht haben. Und da brauchst du Fingerspitzengefühl as fuck. Und du auch manche Leute haben 2-3 Durchgänge gebraucht, weil es irgendwo wieder abgerissen ist. Und ich könnte mir sicher sein, dass wenn die in die Waschstraße fahren oder mit dem Kercher irgendwo rumsprühen, dass das dann wieder abgeht. Also, ja, weiß ich nicht, ob sich das rentiert, Freunde. Ich würde es lieber folieren an eurer Stelle. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und tschu. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.